Da bald Schulanfang ist, habe ich gedacht, diesmal zeige ich euch, wie man eine Schultüte bastelt. Die kann man selber, es gibt eigentlich auch Rohlinge, aber ich habe sie jetzt aus so Kartonpappe gemacht. Kann man selber, sieht süß aus, ist diesmal für ein Mädchen, aber man könnte auch Jungens Applikationen nehmen. Also, bis gleich, dann zeige ich euch das. Für diese Schultüte brauchen wir als Applikationen, so Verzierungen. Ich habe jetzt mal so ein Bändchen, so ein Haarbändchen genommen. Wenn nachher die leer ist, dann kann man das abmachen und kann es dann gebrauchen. Soll für ein Mädchen sein, so Haarklammern. Hier in 3D, so Verzierungen. Dann brauchen wir eine Serviette. Da habe ich jetzt hier die Schmetterlinge genommen. Und dieses für nachher diese Rundung zu zeichnen. Und Backpapier. Ich habe jetzt Lila genommen, weil das jetzt hier so schön in diese, mit diesen Farben sind. Jetzt drehen wir dieses Papier so, dass wir sehen, wo da oben müsste das sein. Da machen wir uns jetzt einen kleinen Strich. So. Jetzt nehmen wir die Rolle. Da habe ich einen Bleistift dran gemacht. Die Rolle, die kommt hier unten hin. Und hier oben, ich zeige das so rum, dann sieht man es doch besser. So, ja. Und da, wo ich der kleine Strich gemacht habe, wird jetzt diese Rundung gezeichnet. Also, so, jetzt rutscht mich nicht weg. So rum. So müssen wir das nachher jetzt ausschneiden, damit wir die Tüte in diese Rundung oben haben. Und so kriegen wir nachher die Tüte zusammen. Müssen wir erst aber was anderes, und zwar die Serviette. Die schneiden wir hier halb durch. Die wird jetzt hier oben dran geklebt. So, jetzt tun wir etwas mal hier schon mal am Anfang, Schritt für Schritt. Und da kleben wir jetzt die Serviette drauf und ein bisschen ankräuseln. So, weiter, wieder was ankräuseln. Jetzt hier der Rest. Man hätte noch ein bisschen ankreuzen können, kann man noch was verschieben. So. Da die ganz drauf passt. So. Das tun wir jetzt trocknen lassen. Und was wir jetzt auch, wäre eigentlich schon so, sieht es sehr gut aus. Was wir jetzt auch noch machen können, diese noch eine Serviette, ich habe sie hier schon mal geteilt, in einen paar Zentimeter Abstand noch mal drauf machen. Dann haben wir das in Stufen. Kann man machen, muss man nicht machen. So. Jetzt kommt die nächste Serviette. Hier drauf geklebt, genauso wie unten. Auch wieder was angekräuselt. So. Die andere Hälfte auch. Und das lassen wir jetzt trocknen, bevor ich das jetzt rumdrehe und euch zeige,
wie das Ergebnis dann aussieht. Also, jetzt ist es trocken. So wird es jetzt aussehen mit den Stufen hier oben. Jetzt drehen wir es aber noch mal rum. Jetzt habe ich das hier unten so einen halben Zentimeter ein bisschen angeknickt. So, da tun wir jetzt UU wieder drauf. Man könnte das vielleicht auch antackern, aber ich weiß nicht. Oder es gibt so Doppelklebebänder, die man drauf tun kann. Ich habe jetzt mich für UU entschieden und jetzt ist ein bisschen Fummlerei. Jetzt müssen wir diese Seite hier draufkleben. So, drehen. Unten die Spitze. So, jetzt habe ich das festgeklebt und ein paar Minuten gewartet. Jetzt können wir das oben ein bisschen gerade ziehen. So, jetzt können wir mit den Verzierungen anfangen, die ich doch hatte. Hier tun wir etwas hier unten, weil wir wollen das ja nachher wieder gebrauchen. Also hier unten ein bisschen UU dran und kleben das direkt hier vorne, so dass das Kleidchen vorne zu sehen ist. So, diese Spange hier, weil das andere kommt ja nachher in der Haare, wenn wir es wieder brauchen. Na, rutscht doch nicht weg. Also müssen wir doch jedes Mal warten, bis es denn fest angeklebt ist. Sonst verrutscht das. So, jetzt ist es festgeklebt. Durch diese Rundung muss man es immer ein bisschen länger festhalten, dass es nachher klebt, weil sonst verrutscht das. Das sind jetzt diese einfacher. Was nehmen wir denn jetzt hier die? Die haben hinten da das Kleben, dann kann man das einfach hier uns so draufkleben und dann hält das auch sofort. Was nehmen wir noch? Hier dieses Herzchen hier hin. Jetzt ist die Frage, nimmt man es rundherum? Eigentlich halten die das ja so für den Bauch und dann braucht die hinten nichts. Aber das ist jetzt Geschmackssache. Man kann das rundherum. So, und jetzt müsste das gefüllt werden. Mit Leckerlis oder ja, was man eben so hat. Hm? So, jetzt habe ich sie fertig, die Tüte. Jetzt muss sie nur noch mit Süßigkeiten gefüllt werden, damit die Kleinen auch was haben. Für den ersten Schultag oder als Geschenketüte. Ich habe jetzt hier ein paar Vitamine, nehme zwei und die Milky Ways. Man kann reintun, was man möchte. Es wäre auch gut, wenn man vielleicht Buntstifte oder so reintut. Und jetzt machen wir oben noch ein Bändchen. Binden wir das hier oben noch zu. Na, wirst du wohl. Und dann wäre die Schultüte fertig. So. Okay, so, und wenn es euch gefallen hat, dann geben Sie uns einen Daumen nach oben und über jedes Abo würden wir uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.